Herzlich willkommen zu The Matcha Talk, ein Podcast über Business, Lifestyle und vieles mehr. Ich bin Dilek Pichajolo, Influencerin und Content Creatorin. Ich bin Dulgu Jandan, Unternehmerin und habe eine Social Media Agentur. Und heute spielen wir den Matcha. Liebe Dulgu, wir sind heute nicht allein. Wir haben heute unseren dritten ja. Gast. Ja. Genau. Und ich freue mich so sehr auf die Folge heute, weil es einfach super, super spannend ist und ich freue mich drauf, mehr über unseren Gast Naomi zu erfahren. Diejenigen, die uns schon länger verfolgen, vielleicht wissen, wir sind immer voll oder wir lieben es, uns gegenseitig zu pushen. Wir lieben es, andere Frauen, erfolgreiche Frauen zu pushen. Und deswegen freuen wir uns sehr darauf, heute die Story von der lieben Naomi zu hören, wie sie es geschafft hat, erfolgreich zu sein. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen für die Zuhörer oder Zuschauer, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ja, gerne. Also ich bin Naomi. Ich bin die Gründerin von Hair Organics. Ich komme aus der Schweiz, bin bin 28 und ja, ich freue mich mega, hier zu sein und habe euch auch über Social Media entdeckt und richtig cool, dass wir jetzt heute so ein bisschen uns austauschen können und ich denke, das wird richtig interessant. Ja, also ich bin so gespannt, weil Hair Organics, das ist so eine Sache, je mehr wir darüber erfahren haben, Naomi hat uns schon ein bisschen natürlich aufgeklärt, was es ist, worum es geht, wie sie es gegründet hat und so, so spannend, was alles noch, also da gibt es bestimmt noch so viele Stories, die wir nicht wissen, die wir vielleicht heute erfahren werden und ich bin auch sehr gespannt, ich freue mich. Super. Ja, ich freue mich auch, euch ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Vielleicht auch ganz am Anfang, also ich habe euch ja angeschrieben und habe euch einfach mal so gefragt, Menstruation, Periode, ob ihr überhaupt mein Produkt kennt, denn es ist eigentlich was, sage ich mal, ganz Spezielles oder viele Frauen kennen das Produkt nicht. Und zwar ist es ein Menstruationsschwamm. Habt ihr davor schon was davon gehört oder war es für euch so, was zur Hölle ist das? Also ich kann es nicht, aber ich konnte mir schon was drunter vorstellen, so ungefähr, was man damit machen könnte. davor habe ich es noch nie zuvor gesehen oder gehört, also bei dir zum ersten Mal. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Ich habe natürlich andere Sachen gehört wie Tasse oder sowas, was eben nachhaltiger ist als herkömmliche Produkte. Aber Schwamm habe ich noch nie gehört und deswegen war es auch super spannend, erstmal zu erfahren, aus was das besteht. Das ist ja alles 100% natürlich, wie das angewendet wird. Weil bei sowas denkt man ja auch gleich daran, wie wird das gereinigt, wie kann das wiederverwendet werden und all das, was dazu kommt. Und deswegen bin ich super gespannt, was du über dein Produkt, über dich, über das Unternehmen erzählen wirst heute. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Fragen zum Menstruationsschwamm, weil es wirklich absolut unbekannt ist. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenige Frauen das Produkt kennen. Und natürlich, man bekommt sein erstes Menstruationsprodukt von seiner Mama irgendwie in die Hand gedrückt, so mit 12. Und ja, und dann macht man sich eigentlich nicht so viele Gedanken darüber, was hat das für einen Impact vielleicht auf die Umwelt oder auf meinen Körper oder gibt es da überhaupt noch andere Alternativen? Und so erging es mir natürlich auch und ja, dann vor 6 Jahren hat sich das so ein bisschen geändert und ja, ich freue mich jetzt einfach, eure Fragen auch zu beantworten. Und zwar, wir sind ja schon direkt eingestiegen, Naomi, und du hast schon ein bisschen über dein Produkt erzählt. Und was uns, glaube ich, sehr, sehr interessieren würde, ist, wo war der Anfang? Wie hast du gestartet? Nach der Schule war das, also was war dein Werdegang? Und wie kam es dazu, dass du das Produkt gegründet hast? Du hast schon gesagt, bisschen angeteasert, dass du selber halt Produkte benutzt hast und vielleicht nicht zufrieden warst oder halt eine Alternative gesucht hast. Aber auch zu gründen als Frau. Wie war so der Start da rein? Genau, also es hat eigentlich alles angefangen, wo ich vor 6 Jahren meine Pille abgesetzt habe. Ich hatte da sehr starke Nebenwirkungen und habe das eigentlich so gar nicht so richtig realisiert, bis ich dann wirklich jede Nacht so schweißgebadet aufgewacht bin. Mir war richtig schlecht und mir ging es einfach echt nicht gut und ich hatte dann eigentlich jeden Tag einen Arztbesuch, also ich bin von Arzt zu Arzt gerannt und habe meine Symptome aufgezählt und niemand konnte mir eigentlich helfen. Und irgendwann war ich dann so, ja, vielleicht könnte es ja an der Pille liegen. Und meine Frauenärztin natürlich gesagt, nein, natürlich liegt das nicht an der Pille. Und ich habe mich dann aber trotzdem eigenständig entschieden, die abzusetzen und hatte wirklich von einem auf den anderen Tag keine Nebenwirkungen mehr. Und das hat mich extrem schockiert, natürlich auch positiv, aber auch so ein bisschen negativ, weil
ich dann einfach so mit der Zeit realisiert habe, was habe ich da meinem Körper zugemutet all die Jahre. Und natürlich verwenden so viele Frauen die Pille, ohne eigentlich wirklich zu realisieren, dass es wirklich ein Medikament ist, ein sehr starkes Medikament. Und es wird ja leider sehr, sehr früh verschrieben wegen ja, Symptomen, wo wir vielleicht sagen würden, da braucht es die Pille nicht, sei es ein Pickel oder keine Ahnung was. Also so ging es mir auf jeden Fall und auch vielen von meinen Freundinnen. Und ich hatte dann auch sehr lange meine Periode nicht und habe mich dann einfach ein bisschen mehr mit meinem Zyklus, mit meinem Körper auseinandergesetzt. Es hat sich auch sehr viel verändert von meiner Stimmung. Ich habe mich da sogar von meinem Freund getrennt und muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube, das ist vom Absetzen der Pille gekommen, weil ich wie so aufgewacht bin. Also das war echt so ein richtiges Augenöffnen. Und dann wollte ich natürlich auch wissen, was in Menstruationsprodukten drin ist, wo ich meine Periode wieder bekommen habe. Und habe natürlich wie alle Frauen auch herkömmliche Menstruationsprodukte wie Tampons und Binden verwendet. Und habe dann auch einfach mal die Packungsbeilage gelesen, um vielleicht auch Nebenwirkungen zu erfahren oder Inhaltsstoffe. Und war dann relativ schockiert, dass wirklich kein Wort über die Inhaltsstoffe preisgegeben wurde. Nur über das TSS-Risiko, also dieses Toxic-Shock-Syndrom, aufgeklärt wurde in ein paar kurzen Sätzen. Und das war's. Und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen schockiert und dann habe ich mich einfach extrem mit anderen Menstruationsprodukten auseinandergesetzt und habe so ein bisschen mein Leben auf den Kopf gestellt und mir wurde dann einfach bewusst, dass diese herkömmlichen Produkte bis zu 90% aus synthetischen Materialien bestehen, aus Plastik, aus giftigen Chemikalien teilweise, die ich mir einfach nicht in den Körper einführen möchte. Wenn man auch bedenkt, dass man Monat für Monat 40 Jahre lang immer wieder blutet, und eine Frau irgendwie 7 Jahre lang durchgehend ihre Periode hat. Also das ist eine ganz, ganz, ganz lange Zeit. Und ja, und dann bin ich auf einer Webseite per Zufall auf einen Menstruationsschwamm gestoßen. Das sah nicht gerade ansprechlich aus oder ich war so, okay, das hört sich zwar gut an, aber ich habe davon noch nie gehört. Und habe es dann ja ausprobiert und war wirklich von Sekunde eins so, ey, das ist so ein gutes Produkt und so ergingen dann auch die Jahre auf Reisen. Ich habe vor 3 Jahren meinen Job gekündigt und so hat sich das eine zum anderen ergeben. Und irgendwann war ich dann so, hey, mir hat so viel geholfen, sei es für meinen Körper, für meinen Umgang mit meinem Körper, aber auch für die Umwelt, wo man halt einfach nicht die Augen verschließen sollte. Und ja, und dann habe ich Hair Organics gegründet. Ganz kurz gefasst. Hammer. Also wirklich? Eigentlich, die Story dahinter ist also kurz gefasst, dass du aus einem Problem, was du gesehen hast, einfach eine Lösung schaffen wolltest, oder? Ja. Absolut. Richtig cool. Und auch, ich finde, dass vor allem, ja, wir Frauen auch bei, sei es die Pille oder bei Menstruationsprodukten oder einfach allgemein, wenn wir Beschwerden haben, dann tun wir das so, ja, das ist normal. Das, so machen das alle anderen, so mache ich das auch. Aber eigentlich gibt es dafür auch Lösungsansätze und ja, und irgendwann wollte ich halt nicht mehr mit diesen Nebenwirkungen leben und halt einfach auch wissen, was man sich jeden Monat im Körper einführt, sei es auch bei der Ernährung, wo ja natürlich auch ein großes Thema jetzt heutzutage ist, so ein gesundheitsbewusstes Leben, ein umweltbewusstes Leben vielleicht auch. Und da hat sich einfach der Menstruationsschwamm so total gut ergeben, weil ich nicht nur natürlich mich super wohl jetzt während der Periode fühle und das viel mehr anerkenne, sondern auch so ein bisschen meinen Lebensstil geändert habe mit, ja, man braucht nicht so viele Sachen, man kann ein bisschen, ja, einfach bewusster leben. Und ja, wir sind halt einfach eine Konsumgesellschaft. Und auch mit den sozialen Medien, wir werden jeden Tag getriggert, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das. Das hat mir so ein bisschen in dieser Zeit halt einfach geholfen oder es wurde mir mehr bewusst. Ja, und das Krasse ist cool. Ja auch, dass man einfach, wenn man eben die Periode zum ersten Mal bekommt oder allgemein diese Produkte benutzt, dass man gar nicht so weiter vielleicht darüber nachdenkt, weil man sich denkt, jeder macht das. Warum soll das dann schlimm sein oder warum soll mir das eben Schaden hinzufügen, wenn ich das einfach jeden Monat mir einsetze quasi? Und das ist halt ein bisschen auch das Problem, dass man sich dann vielleicht, dass es dann gemütlicher ist, sich auch nicht über alternative Methoden oder Produkte zu informieren. Und ich glaube, so ging es einfach jedem.
Du hast ja gesagt, du bist dann, nachdem du deinen Job gekündigt hast, bist du quasi gereist. Wo bist du da eigentlich hingegangen und warum? Ja, also ich habe, wie gesagt, meinen Job gekündigt und wollte dann reisen gehen. Da war auch gerade die Corona-Zeit, also man kam nicht so weit. Aber ich war dann auf jeden Fall in Griechenland, in Portugal. Am Schluss war ich auch in Dubai. Also ich habe dann einfach extrem viele Menschen und auch Frauen kennengelernt und habe mich mit denen ausgetauscht, auch andere Kulturen. Und natürlich kommt immer das Thema Menstruation früher oder später irgendwie bei Frauen auf. Und mir wurde dann halt auch bewusst, dass viele Frauen auch mit Beschwerden einfach leben. Zum Beispiel, was ich auch extrem für Nebenwirkungen hatte oder mit was ich gekämpft habe, ist so das Austrocknen. Also ich hatte immer Schmerzen beim Einführen und beim Entfernen. Einfach dieses Austrocknen der Schleimhäute, was einfach Schmerzen auslöst. Und das haben super viele Frauen. Und das kann eigentlich gelöst werden oder das kommt halt von den chemischen Inhaltsstoffen, von diesen Produkten. Und auch sei es mit dem Auslaufen oder auch im Sommer, ich war jetzt dort in Griechenland, da war es auch noch relativ warm. Und beim Schwimmen haben mir dann viele Frauen gesagt, nee, ich gehe nicht schwimmen, wenn ich meine Tage habe. Also so diese Einschränkung, was ich mega schade fand, weil das sollte ja eigentlich nicht so sein. Also wir schränken uns halt einfach extrem ein und ich habe dann auch mit verschiedenen Frauen, wie gesagt, gesprochen und habe das dann mit dem Schwamm angesprochen und niemand kannte das und ich habe es dann ihnen gegeben zum Ausprobieren. Alle waren immer total begeistert und dann so, hä, wieso kannte ich das vorher nicht? Und ich wusste eigentlich schon immer, dass ich was gründen möchte, auch schon in der Schule, aber ich wusste so nicht was und ich wollte nicht einfach gründen, um was gegründet zu haben, sondern ich wollte so einen Purpose dahinter haben. Und ja, dann kam eines zum anderen und ich war so, hey, jetzt nach 8 Monaten kam ich dann wieder zurück in die Schweiz und war dann so, okay, ich glaube, das ganze Thema mit Menstruation und auch Aufklärung und dass diese Stigmas nicht existieren, da kann man super viel machen, vor allem auch in der Schweiz, wo ich denke, da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial. Ja, dann habe ich Hera Organics gegründet, auch mit dem Bezug, die Schwämme kommen aus Griechenland und Hera ist ja die griechische Göttin für die Frau, für die Geburt, auch für die Menstruation und das hat halt natürlich super perfekt gepasst und ja. Aber was ich mich jetzt frage, Naomi, super coole Geschichte, aber was war so die Reaktion von deinem Umfeld darauf? Also, dass du einfach sagst, ach, weißt du, ich kündige jetzt meinen Job, ich gehe einfach mal ein bisschen reisen und komme zurück mit einer Idee und arbeite nicht wieder im Angestelltenverhältnis, sondern gründe einfach eine Firma. Wie war so die Reaktion von deinen Eltern oder von deinen Freunden vom Umfeld? Oh ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, dass halt noch viele in unserer Gesellschaft halt so, es gibt nur ein normales Arbeiten. Das heißt, wenn du von morgens um 8 Uhr bis 17 Uhr im Büro arbeitest und sonst arbeitest du gar nicht richtig. Also ich wurde auf jeden Fall auch ab und zu so ein bisschen, es wurde halt nicht so ernst genommen. Vielleicht vor allem als junge Frau, sage ich jetzt mal, halt da auch ernst genommen zu werden und so, hey, ich mache das wirklich und man muss das halt probieren. Das ist ein langer Weg. Man muss auch auf viele Sachen am Anfang verzichten. Und ich habe auf jeden Fall auch schon mal die Frage bekommen, ja, Naomi, wann gehst du dann wieder wirklich arbeiten? Also das kam auf jeden Fall auch mal zurück. Krass. Es gibt auf jeden Fall jetzt auch einen Wandel, würde ich jetzt sagen, aber ja, also für viele Menschen ist halt das normale Arbeiten von 8 Uhr bis 18 Uhr und alles andere wird so ein bisschen als Projekt angesehen. Das heißt, ich musste da ja auf jeden Fall mich ein bisschen durchboxen, aber mittlerweile wurde es auf jeden Fall angenommen. Also es ist auf jeden Fall auch nicht für jeden was, so selbstständig zu sein. Man muss da viel Durchhaltevermögen haben, man muss auf viele Sachen auch verzichten und man muss auf jeden Fall 100% daran glauben und auch jeden Fall einfach mal machen. Also wenn du es nicht machst oder ausprobiert, dann wirst du es nicht wissen und es kann natürlich auch scheitern. Aber ich war immer so ein Mensch, der wollte was Neues ausprobieren oder vielleicht nicht so, ja, der normale Job. Ich habe in der Versicherung gearbeitet, habe mich jetzt nicht so erfüllt und ich wollte wirklich was machen, was mir Spaß macht. Und ich merke immer mehr, dass es so wichtig ist, was zu machen, was einem Spaß macht. Egal, ob es jetzt viel Geld bringt. Natürlich, man braucht Geld zum Leben, aber ich glaube, dieser Aspekt, dass ich jeden Morgen eigentlich aufstehen kann und wirklich was mache, was ich gerne mache, das ist schon ein Riesenprivileg, wenn man jetzt zum Beispiel hört, dass viele halt, ja, die sitzen ihre Zeit im Büro ab.
und warten bis 18 Uhr ist. Das ist halt leider heutzutage bei sehr, sehr, sehr vielen so. Und das ist super schade. Davon können wir auch auf jeden Fall ein Lied singen, Naomi. So ging es uns auch. Und wir sind auch total froh, dass wir einfach das machen können, was wir lieben. Und dann nebenher natürlich uns damit finanzieren können. Das ist natürlich super, wenn jeder das findet. Und ich bin auch der Meinung, wenn man etwas möchte und wenn man wirklich daran glaubt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht läuft quasi. Weil es kommen ja immer Zeiten, wo es nicht läuft, wo man wirklich an sich und an dem Produkt vielleicht auch zweifelt und sich denkt, okay, bringe ich das wirklich zum Konsumenten oder ist das, oder funktioniert das gar nicht? Ist der Markt nicht da oder ich weiß nicht. Man denkt ja, man hat jetzt auch Zweifel. Aber dass man aus solchen Sachen lernt und dann daraus dann wächst quasi und dann vielleicht sich neue Wege, neue Möglichkeiten irgendwie zeigen. Und so gründet man, finde ich, also so kann man ja auch wachsen als Unternehmen, oder? Hattest du auch so Momente, wo du dann einfach nicht wusstest, okay, mache ich das Richtige, soll ich weitermachen? Oder auch einen Druck von außen zu spüren, ah, du hattest doch dieses Unternehmen, läuft das immer noch? Oder hast du das erlebt? Wie war das? Ja, absolut. Also man zweifelt manchmal vielleicht schon. Also ich würde sagen, ich habe jetzt nie an der Vision gezweifelt, aber halt, man braucht Geduld. Ich bin jetzt nicht so ein geduldiger Mensch. Und man braucht viel Geduld und Durchsetzungsvermögen. Und was auch ultra wichtig ist, also was ich jedem empfehlen kann, der vielleicht vorhat zu gründen oder ja, das mal anstreben möchte, dass man halt auch ein Netzwerk aufbaut. Also die Connection mit anderen Menschen ist so, so wichtig. Ich bin auch vor 2 Jahren nach Mannheim gezogen und ich wusste nicht, dass hier so viele Startups sind. Also das ist eine recht große Startup-Bubble, würde ich jetzt mal so behaupten. Und das wusste ich auch nicht. Ich bin aus privaten Gründen nach Mannheim gezogen und das Umfeld hat mir unglaublich viel geholfen. Also ich glaube, das richtige Umfeld ist für die Weiterentwicklung einfach super, super wichtig. Und da supporten dich auch die Freunde, die vielleicht das Gleiche machen. Und man muss sich halt einfach auch mit positiven Menschen umgeben, die einen unterstützen. Also das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Und Durchsetzungsvermögen und auch Geduld. Genau. Oh mein Gott, ja, Naomi, kann mir voll nachvollziehen. Ich finde es super krass, dass du einfach genau das Gegenteil gemacht hast, was wir gemacht haben. Wir sind ja aus Deutschland in die Schweiz ausgewandert und du bist aber in der Schweiz nach Deutschland ausgewandert. Auch noch nach Mannheim, also Mannheim ist, ich weiß nicht, keine kleine Stadt, aber es ist jetzt schon anders, würde ich sagen, als die Schweiz, oder? Wie ist das so für dich gewesen? Ja. Weil Mannheim, ich war noch nie in Mannheim, ich höre immer nur Sachen, aber wie ist das so gewesen für dich? Was hörst du? Also ich höre Startup-Szene, ich höre Studentenstadt, ich höre auch, dass einige große Unternehmen dort einen Stadtpunkt haben, also so Dinge, ne? Aber jetzt speziell für dich, wie ist das? Weil du meintest, jetzt habe ich es rausgehört, dass das positiv war für dich, dorthin zu ziehen, wegen der Startup-Szene. Und wie ist es im Gegensatz zur Schweiz da? Vielleicht auch kurz dazu was? Ja, also es ist auf jeden Fall ein anderes Umfeld, würde ich jetzt sagen. Ich bin auch noch ab und zu in der Schweiz, aber ich habe dort in der Nähe von Luzern, also ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, sagen wir mal so. Und dann würde ich, also habe ich mich entscheiden müssen, möchte ich nach Zürich ziehen, was eigentlich auch der einzige Ort gewesen wäre, wo ich mir das jetzt auch vorstellen hätte können, zu leben oder halt mit meinem Freund eine Wohnung auch in Mannheim zu haben und habe dann halt gependelt. Aber natürlich, also die Menschen sind ganz unterschiedlich, aber man kann halt auch viel dazu lernen. Ich habe vielleicht auch mehr die Berggeschätzten gelernt. Also es hat Vor- und Nachteile. Aber jetzt für das Business hat es auf jeden Fall wirklich nur Vorteile gehabt. Ich glaube auch, dass, also oder ich bin fest davon überzeugt, dass so die Startup-Bubble in Deutschland auch viel größer ist als in der Schweiz. Ich finde, den Support, den man hier bekommt, ist halt extrem groß, vor allem jetzt hier in Mannheim. Ich lobe jetzt Mannheim unglaublich doll. Mein Freund, wenn er das hört, dann wird er sich freuen. Aber ja, die Schweiz hat dann wieder andere Vorzüge, das heißt vielleicht mit Gründung in der Firma, Steuern in Deutschland und Steuern in der Schweiz zu zahlen, ist auf jeden Fall wie Tag und Nacht, aber
Man muss von beiden ein bisschen das Beste mitnehmen. Aber jetzt fürs Business hat es auf jeden Fall viel gebracht. Und ich glaube auch, wenn man ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeht und wirklich neue Menschen kennenlernen muss. Ich kannte nur meinen Freund und habe mich dann gezwungen, mal so auf Netzwerk-Events zu gehen. Und ja, das war so der Anfang von allem. Und da musste ich das natürlich auch, vielleicht in der Schweiz oder in seinem gewohnten Umfeld, dann lernt man nicht so oft neue Menschen kennen. Und die Schweizer, würde ich sagen, sind vielleicht auch ein bisschen verschlossener. Also neue Freunde zu finden, mich würde es auch mal interessieren, habt ihr schnell Anschluss gefunden oder wie habt ihr da die Schweizer wahrgenommen? Dilek, willst du was sagen dazu? Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich habe jetzt in Deutschland nicht gearbeitet oder ich meine, in der Uni, da lernt man ja immer neue Leute kennen. Das ist ja viel einfacher als in so einem Arbeitsumfeld. Und auf der Arbeit hatte ich da natürlich auch Kolleginnen, Kollegen, Freunde. So hat sich das aufgebaut. Aber außerhalb der Arbeit war es schon etwas schwieriger. Vielleicht eher so im Fitnessstudio lernt man dann jemanden kennen. Und so war es dann bei uns. Aber es ist, ich weiß nicht, wie ich das jetzt vergleichen könnte zu Deutschland, weil ich in Deutschland eben nicht gearbeitet habe oder eben nur in der Schule war oder im Studium Leute kennengelernt habe. Und das ist ja einfacher. Ich weiß nicht, du hast ja auch in Deutschland gearbeitet. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Direkt die Frage kriegen wir ja voll oft. Ich bin immer so, also vor allem, du bist ja Schweizerin, Naomi, du weißt ja, wie es da abläuft. Die sind auch, also Schweizer sind an sich auch ein bisschen zurückhaltender. Aber ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir schon sehr einfach gefallen ist, Anschluss zu finden. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Typ-Ding, wie du sagst, wenn man nicht offen ist dafür und ne, der andere ist schüchtern, dann bist du auch schüchtern. Gut, dann kommt man nicht zusammen. Aber wenn man so ein bisschen Schritte in die richtige Richtung macht, dann passiert das nur. Was ich ganz lustig fand, Naomi, ist, dass mir auf der ersten Arbeitsstelle vor allem gesagt wurde, kurze Frage, wieso lachst du die ganze Zeit? Wieso hast du so gute Laune? Was ist so der Grund? Ist das eine Masche oder was soll das? Also sie haben sich gefragt, wieso ich das mache. Und ich war ein bisschen verwundert. Ich war, ja, weil wieso denn nicht? Und das ist so eine Sache gewesen in den Büros. Vielleicht hast du da auch eine Story zu. In den Büros in der Schweiz ist ja meistens Funkstille. Da wird jetzt nicht so viel gelacht und geredet. Und es wird gearbeitet, so wie es sein soll. Und wenn man dann lacht, und dann habe ich irgendwann mich natürlich angepasst und nicht mehr gelacht und war nicht mehr so laut, was aber auch nicht so schlimm war, weil im Endeffekt sind wir ja da zum Arbeiten. Nur das ist mir aufgefallen, dass man kriegt schon die Connection, nur du musst auch von deiner Seite auch was tun. Das ist jetzt nicht so, dass die sagen, kommt her, wir werden Freunde mit allem, sondern es ist schon so, wenn du einen Schritt machst, kommt auch ein Schritt zurück, nur halt nicht von deren Seite aus, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Ich glaube, du hast das ganz gut auf den Punkt gebracht. Sie sind halt einfach nicht, ich glaube nicht, dass die Menschen so auf einen zukommen. Natürlich kann man das jetzt nicht pauschalisieren. Aber jetzt so, wenn ich jetzt zurückdenke, wo ich bei der Versicherung gearbeitet habe, ja, da war auf jeden Fall Ruhe und man hat gearbeitet. So viel Lachen, natürlich darf man auch lachen. Aber ich habe dich jetzt auch so in dieser kurzen Zeit kennengelernt, dass du auch sehr offen und herzlich bist. Also vielleicht bist du dann für viele fast so überfordernd, weil du so positive Energie ausstrahlst. Aber das würde ich auf jeden Fall nicht missen. Also, ja, Naomi, ich nehme das ja genauso bei dir, weil du bist ja auch jetzt nicht ein Mensch, der dann ganz ruhig und nicht redet und dann immer stickt und ja sagt, es ist ja nichts Verwerfliches, nur ein bisschen Lebensfreude brauchen wir auch. Also vor allem, ich finde vor allem bei der Arbeit, weil es ist, ja klar, wir müssen alle arbeiten und wenn dann alle im Büro sind, dann ist es halt so, dass es ein wenig auch einen Zwang hat, weil wir brauchen das Geld, wir müssen alle arbeiten gehen. Wieso dann nicht den Alltag verschönern? Und finde ich genauso, vor allem Versicherung. Du hast ja in der Versicherungsbranche gearbeitet. Ich glaube, da ist es vielleicht noch ein bisschen strenger. Oder? Da ist jetzt so die Leute, die da so rum... Ja. Oder es wird eher Ruhe angesagt. Es war eine schöne Zeit, aber ich habe halt schnell gemerkt, dass das jetzt nicht, glaube ich, langfristig so meins ist und ich halt auch gerne selber Dinge angehe und halt die mir wirklich Spaß machen und diese Passion finde ich halt super wichtig, etwas, was du gerne machst. Und ja, ich hatte dann halt auch viele im Umfeld, die jeden Morgen halt keine Lust hatten zu arbeiten und sich da so durchgekämpft haben, was ich mega schade finde. Aber ja, das sind natürlich dann auch andere Familienverhältnisse. Vielleicht hast du Kinder zu Hause. Ja. Natürlich ist es ein Privileg zu sagen, okay, ich kündige jetzt einfach mal und mache mein eigenes Ding.
das ist auch ein Prozess und vielleicht sieht das von außen mega toll aus, aber man weiß ja nie, wie es dann hinten aussieht, hinten durch aussieht. Und ja, das ist halt einfach ein Prozess und es ist auf jeden Fall nicht von heute auf morgen. Und einfach irgendwo zu arbeiten und sein Geld zu bekommen, sage ich jetzt mal so, ist auf jeden Fall einfacher. Ja, klar, so ist es. Voll. Hast du voll gut gesagt, Naomi, das hatten wir auch schon mal einmal besprochen mit Dilek, dass immer alle sagen, ach, du bist selbstständig? Ja, pf, Jackpot. Ja, aber was das dann heißt? Du bist Millionärin. Ja, genau. Du hast die Zeit der Welt, du bist Millionärin, du verdienst dich dumm und dämlich. Aber was dahinter steckt, das weiß, ne, wie du sagst, die wenigsten, außer die, die es auch wirklich dann selber sind. Da kann man nachvollziehen. Vor allem bei dir ist ja noch, wir arbeiten ja in der Dienstleistungsbranche, Dilek und ich. Und du bist ja als, also du hast ein Produkt. Und ich glaube, das ist nochmal ein wenig anders, weil das Produkt musst du ja an verkaufen können und du glaubst 100% dran, das finden wir so toll, auch als wir unser Gespräch hatten, Naomi, mit dir, du glaubst voll an dein Produkt und ich glaube, das ist bei sowas schon der wichtigste Step, dass du auch weißt, dass es funktioniert, dass du weißt, dass es nicht irgendwas ist, wo du Leute verarschen musst, um dass sie es kaufen, sondern weil es einfach klappt, es funktioniert und ich glaube, das ist voll wichtig, finde ich cool. Ich habe eine kurze Frage, ich weiß nicht, ob ich was vorwegnehme, aber ich muss sie stellen, weil ich es so, so spannend finde und zwar warst du ja, also hast du uns kurz nur erzählt, du warst ja bei Höhle der Löwen, oder? In der Schweiz, ja, richtig? Genau, ja. Ja. Wie war es? Also das brennt mir die ganze Zeit auf der Zunge, weil ich will es die ganze Zeit wissen und fragen, weil man sieht es im Internet, im Fernsehen, es gibt Höhle der Löwen Deutschland und auch Schweiz. Es ist ja zwei separate Programme. Wie war der Ablauf? Wie bist du da rangekommen? Hast du dich beworben oder wie war der ganze Ablauf? Ja, das war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Wir haben uns auch beworben und ich habe mich beworben und wurden dann angenommen und wir waren auch so ein bisschen, okay, was passiert jetzt hier? Ich habe ja noch eine Mitgründerin und wir waren da noch zu zweit. Und ja, also das war jetzt, wie lange war das jetzt auch schon wieder her? Das war im Februar 23 war die Aufnahme, also genau vor einem Jahr. Und die Ausstrahlung war jetzt im Ende Oktober. Wir waren auch die erste Folge, also wir konnten die Staffel eröffnen, was auch richtig cool war. Und ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, das war ein mega aufregender Tag. Also ich war ja vorhin noch nie so vor den Kameras und mit Investoren. Und das war auf jeden Fall auch ein gutes, einfach mal ein Feedback zu bekommen zu seinem Produkt, zu seiner Idee, zu seinem Geschäftsmodell. Weil wir haben das im April 2022 gegründet und haben auch einfach mal geschaut, hey, wie ist das Feedback? Ich meine, ich verwende die Schwämme seit Jahren, ich liebe sie. Aber das Produkt kennt niemand und ich will auch mal schauen, was ist das Feedback, was kann man verbessern, wo gibt es vielleicht noch Verbesserungspotenzial oder gefällt es den Kundinnen oder den Frauen, die das verwenden, weil es ist ja ein Produkt, wo einem, das begleitet einen dann für Jahre und ja, das muss halt einfach ein Match sein. Und ja, da hatten wir auf jeden Fall super cooles Feedback. Man sieht vielleicht im Fernsehen 15 Minuten, aber die ganze Aufnahme, die dauert ja, 1-2 Stunden, wo man krass dann mit den Investoren auch spricht. Und wir hatten da so tolles Feedback und auch zwei Investoren sind eingestiegen und haben uns einen Deal angeboten. Und ja, das war auf jeden Fall sehr crazy und ich kann es jedem auch empfehlen, einfach auch mal um Feedback zu bekommen. Und ja, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, in welchem Stadium du bist, suchst du Investoren, was ist dein Ziel? Aber das war sehr cool. Also ich kann nur Positives darüber berichten. Cool. Hammer. Mega. Richtig spannend. Und kurze Frage dazu. Also ihr arbeitet dann quasi jetzt auch direkt mit den Investoren zusammen, oder? Also wir waren dann zu zweit. Also das war vielleicht auch noch so ein Learning, das ich letztes Jahr mitgenommen habe. Ich habe mit einer Freundin von mir gegründet. Die hat nebendran noch studiert. Also sie studiert auch immer noch Rechtswissenschaften, also Jura. Und dann nach der Ausstrahlung mussten wir uns wie entscheiden, hey, 100% oder halt nicht 100%, weil ein Startup braucht 100%igen Fokus. Das ist viel Zeit und Energie, die man einfach investiert. Und ja, dann hat sich meine Mitgründerin, die halt wirklich noch studiert und die war auch im letzten Jahr und die hat wirklich die letzten 6 Jahre, also wie oft die gelernt hat und in der Bibliothek war und so, dann habe ich dann natürlich voll verstanden, dass sie das Studium auch durchziehen möchte und sie ist dann ausgestiegen.
Und das war dann kurz ein Moment, wo man sich halt natürlich wieder sammeln musste. Das war alles sehr positiv. Aber dann habe ich mich dann auch, oder haben wir uns gegen die Investoren entschieden, weil das Ziel war eigentlich, neue Produkte zu launchen mit diesem Geld, weil es kamen immer die drei gleichen Fragen von Kunden. Wie entfernt man den Schwamm? Weil der hatte ja damals noch keinen Rückholfaden. Was macht man, wenn man unterwegs ist? Wie wechselt man den? Vielleicht, wenn man in der Uni ist oder bei der Arbeit. Und wie reinigt man den? Und da wollte ich so ein Gesamtset launchen, die einfach diese Probleme absolut abdeckt. Und das konnte ich zum Glück jetzt so selber auch finanzieren. Und darum ist es dann alles nicht entstanden, aber ich bin eigentlich super happy darüber. Zu Ausstrahlung hatten wir dann die neuen Produkte und haben auch super Feedback bekommen. Und ich bin dann gespannt, vielleicht in der Zukunft auch wieder zu schauen, ob vielleicht ein Investor passt. Ich meine, das ist auch ein sehr großer Step für die Firma. Du hast Leute, mit denen du ja langfristig zusammenarbeitest. Und natürlich auch du Ziele erreichen musst. Und das muss halt einfach auch, ich finde, nicht nur geschäftlich, sondern auch persönlich matchen. Und das war das erste Mal, wo ich vor Investoren stand und dann noch so im Fernseher, war das natürlich eine Ausnahmesituation. Ich bin auch super happy, wie es jetzt so gekommen ist. Bin auf jeden Fall jetzt alleine, sage ich mal so. Ich arbeite mit vielen Freelancern zusammen, habe ein super Netzwerk hier aufgebaut. Und also es ist alles ein Prozess und ein bisschen Learning by Doing. Also man weiß am Anfang wirklich nicht, wie das geht. Ich habe noch nie eine Firma gegründet. Ich weiß nicht, was da alles zugehört. Und da kommt, du bist dann halt am Anfang von Produktentwickler bis Content Creator bis HR oder Verträge aufsetzen, Buchhaltung. Da kommen so viele Sachen dazu, die man einfach am Anfang nicht bewusst ist, wie viel Arbeit das ist. Und man sollte sich auf jeden Fall bei jedem Bereich mal sein Wissen aneignen und vielleicht das auch nicht direkt abgeben an Externe und so weiter. Man muss wirklich einfach mal in diesen Alltag kommen. Ja, Hammer. Apropos Alltag, darf ich das direkt mal fragen, wie sieht dein Alltag aus, Naomi? Weil das kriegen wir auch oft die Frage gestellt. Ja, ihr sagt immer, ihr seid selbstständig, ihr arbeitet. Was macht ihr denn? Chillt ihr den ganzen Tag, trinkt einen Kaffee hier, mal einen Kaffee dort, redet mal mit den Leuten? Was ist ein Alltag einer Unternehmerin? Was würdest du sagen, wie sieht so dein Alltag aus? Ja, also ich meine, man kann sich jetzt den Alltag selber gestalten. Das war ich immer schon mein Wunsch. Ich kann von überall aus arbeiten, was ich sehr, sehr vorteilhaft finde oder das, was mir einfach super viel Inspiration gibt. Vielleicht nicht direkt immer ins Büro müssen und dass ich auch zu Hause arbeiten kann. Ich könnte auch, ich gehe jetzt am Mittwoch, fliege ich nach Kapstadt. Ich kann von dort aus arbeiten. Oh also Gott. Der Alltag sieht halt ein bisschen anders auch, aber natürlich hast du jetzt auch nicht die direkten Arbeitskollegen vielleicht am Anfang. Also ich arbeite viel im Coworking Space, auch mit anderen Gründerinnen und Gründern und das ist auch sehr cool, aber meine Arbeit oder mein Alltag ist eigentlich vor dem Laptop. Also da ist so viel, oder vor dem Handy, also mit Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn, das sind so viele Plattformen, die man heutzutage bespielen kann. Nicht bespielen muss, aber ich glaube, ein Gesicht hinter einer Marke heutzutage gibt auch sehr viel Mehrwert und vor allem bei meinem Produkt, das sehr persönlich und einfach ein intimes Produkt ist, braucht man dann viel Aufklärung und Vertrauen und darum habe ich mich auch entschieden, so ein bisschen, in die Öffentlichkeit zu gehen, jetzt so ganz, ganz groß gesagt, aber halt, ja, diese Arbeit dahinter, ich bin am meisten vor dem Laptop, aber natürlich muss ich nicht ins Büro oder irgendwo sein, ich kann mir selber einteilen, okay, arbeite ich jetzt erst um 10 Uhr morgens, dafür arbeite ich halt bis 8. Also ich glaube, auch dieses Denken, das wir haben, ja, von 8 bis 18 Uhr arbeiten wir, wer arbeitet von 8 bis 18 Uhr im Büro? Also durchgehend. Ich meine, es kommt einfach darauf an, was man erledigt und wie fokussiert das man ist. Also viele fragen mich von meinen Freundinnen tatsächlich, ja, aber Naomi, arbeitest du dann wirklich 8 Stunden am Tag? Dann sage ich so, ja, arbeitest du 8 Stunden am Tag? Also das ist immer so ein bisschen die Frage. Also ich würde schon sagen, dass ich 8 Stunden am Tag arbeite. Ich würde sogar sagen, ich arbeite mehr als 8 Stunden, weil es gibt auch kein Wochenende mehr. Ich mache mir vielleicht mal am Freitag einen Sonntag. Also es ist super individuell und am meisten ist es vor dem Laptop, in Calls, Menschen, in Meetings.
Ja, und aber man macht es ja gerne. Also das Gehirn ist auch 24/7 halt beim Business. Man kann halt nicht so abschalten. Also man kommt halt nicht auch nach Hause und sagt, ja, okay, das war's jetzt. Morgen um 8 Uhr muss ich wieder dran denken, sondern man muss sich so ein bisschen selber die Grenzen setzen. Aber wenn man halt so für was brennt, dann ist es halt auch schwierig. Aber ja, mein Alltag, ganz kurz gesagt, sehr viel vor dem Laptop, in Gesprächen und so wie vorhin eigentlich im Büro, aber halt mit flexiblen Arbeitszeiten und ich kann dort arbeiten, wo ich möchte, was ich, glaube ich, für jeden Mitarbeiter ein Riesenprivileg finde und ich auch dankbar bin, dass seit Corona da auch viele Firmen offen geworden sind dafür. Auf jeden Fall. Voll super interessant. Was ich mich jetzt auch frage ist, zum Beispiel bei mir war es so, als ich dann richtig in der Selbstständigkeit war, dass ich vor allem von meiner Umgebung dann oft auch so ein bisschen gesagt gekriegt habe, hey, du hast gar keine Zeit mehr, du bist nur noch am Arbeiten, auch am Wochenenden oder manchmal, wenn ich im Urlaub war oder so. Es geht halt nicht, dass du einfach sagst, auch im Urlaub, okay, ich lege mal alles auf die Seite, ich bin einfach weg für 2 Wochen und dann komme ich wieder zurück und dann geht es wieder weiter. Und das geht ja eigentlich mit der Selbstständigkeit nicht. Und hast du das auch so von deiner Umgebung so ein bisschen erfahren oder wie war das bei dir? Ja, absolut. Also eben, ich gehe jetzt am Mittwoch nach Kapstadt, aber das ist nicht einfach nur, ich chill jetzt 2 Wochen einfach am Strand, sondern ich werde auch jeden Tag arbeiten müssen. Aber ich finde, wenn man das super so integrieren kann, ich finde halt das richtig cool, dass die Arbeit einem Spaß macht und ich kann einfach einen Laptop mitnehmen, mich einen Kaffee setzen, um dort meine Sachen zu machen. Aber ja, das 24/7 ans Business denken, das ist auf jeden Fall was, das glaube ich jedem, das ergeht jedem so oder jeder so, weil man kann nicht einfach 2 Wochen, also ich könnte jetzt nicht einfach 2 Wochen den Laptop zumachen und dann, okay, tschüss. Das hat halt Vor- und Nachteile. Aber wie so machst du es, Naomi, dann mit dem Abschalten? Weil wir haben auch mal so eine Folge dazu gedreht, da mussten wir uns auch selber fragen, okay, wie machen wir das eigentlich, wenn wir wirklich mal runterkommen müssen? Weil irgendwann, wir sind alle nur Menschen, wir können jetzt nicht ganzen Tag 24/7 an das Gleiche denken und wir wollen es ja weiterbringen, unser Business, aber wann sind Momente, wo du sagst, okay, stopp, ich muss jetzt kurz mal chillen, ich muss runterkommen und was machst du dann aktiv? Also machst du dann Meditation oder tust du deinen Laptop weg und gibst dir ein Handyverbot oder Medienverbot oder wie machst du das? Gibt es da sowas, so ein paar Tipps, die du geben kannst? Also ich würde auf jeden Fall sehr oft mein Handy einfach aus dem Fenster schmeißen. Kennen wir. Social Media, Instagram löschen, TikTok löschen, das gibt dir einfach einen unglaublichen Druck, weil du immer denkst, du musst immer präsent sein. Ich denke jetzt mal, direkt noch bei dir als Influencerin ist das noch viel ein größerer Druck. Ja. Und ja, ich werde auf jeden Fall, ich mache dann das Handy wirklich weg, ich tue es in eine Schublade und mache die zu und versuche einfach nicht mehr so daran zu denken. Ich mache Sport, ja, Meditation manchmal, so Yoga bin ich ein sehr großer Fan. Einfach so ein bisschen halt auch im Hier und Jetzt zu sein, anstatt nur in den Bildschirm zu schauen, weil manchmal lege ich das Handygefühl nach 10 Stunden weg und mir ist wirklich richtig schwindlig. Also du bist halt absolut in dieser Welt und du musst halt auch wieder das andere wahrnehmen. Und ich habe vielleicht auch ab und zu die Diskussion mit meinem Freund, ja, du bist so oft am Handy, aber ja, das ist halt die Arbeit. Ich würde auch gerne nicht am Handy sein, aber das ist halt einfach so die Arbeit und viele vielleicht von außen sehen das nicht oder denken, ja, du machst ja nur ein paar Videos, du bist so ein bisschen am Handy, aber leider nein. Genau, so ich liebe das, den Leuten dann einfach zu sagen, ach echt, wenn es so einfach ist, dann super, fang doch auch an. Mach doch genau das Gleiche. Dann siehst du ja, ob es einfach ist oder nicht, weil es sieht immer einfach aus. Hey, mal ein Video drehen. Ja, was dahinter steckt, das sieht man dann erst, wenn man es dann macht, oder? Absolut. Also Hut ab an jede Influencerin, die das macht. Wirklich, weil nur schon eine Story hochzuladen mit dem Untertitel, mit den richtigen Infos, das geht so lange. Video schneiden. Man muss sich ja in jedem Bereich so ein bisschen einfach die Sachen selber beibringen. Ich habe das vorher natürlich auch nicht gemacht und einfach so in die Kamera gesprochen. Und das ist echt sehr, sehr, sehr zeitaufwendig. Ja. Das ist gut, dass du es sagst, weil viele unterschätzen das. Wie du gesagt hast, das wird dann so, ja, das kann doch jeder machen. Oder was ich dann auch voll oft höre, oder ja, allgemein, ich glaube, ich höre das ganz viele, auch Content Creator. Ja, du hast ja, du arbeitest ja nicht, das ist ja kein Job, was du machst. Ein bisschen Videos drehen, ein bisschen deine Follower mit in den Alltag nehmen.
Aber so ist es halt dann nicht. Vor allem, wenn dann halt noch Kooperationen dazu kommen und dann du mit Brands zusammenarbeitest und da bestimmte Anforderungen es gibt. Und man hat da dann natürlich auch einen Druck, den man, dass man alles perfekt machen möchte vielleicht. Und man muss immer präsent sein, man muss interessant sein und das so aufrecht zu erhalten. Es macht natürlich super viel Spaß, sonst würden es auch nicht so viele machen. Aber es ist halt natürlich auch nicht so einfach, wie es von außen manchmal vielleicht aussieht. Und ich habe das von ganz, ganz vielen Gründerinnen gehört oder auch selbstständigen Personen, die vielleicht ein Produkt haben oder einfach ja ein Unternehmen haben, dass sie sagen, dass es so schwierig war, sich auch mit dem Thema Social Media und Content Creation einfach auseinanderzusetzen, weil das so eine Welt ist, der jetzt nicht vielleicht jeder was zu tun hat, wenn man jetzt nicht ein persönliches Profil hat, wo man vielleicht ein paar Urlaubsfotos oder so postet, dann ist das halt wieder auf einer ganz anderen Ebene, wo man dann anfängt, was zu posten oder präsent zu sein. Und ohne Social Media geht halt einfach nicht. Vor allem, wenn du eine Marke bist, das geht einfach nicht, oder? Nee, absolut. Also ich musste mich auch mit der Plattform auch TikTok anfreunden. Ich hatte vorhin auch kein TikTok und war so, oh nee, bitte nicht noch eine Plattform, die man bespielen muss. Da kommt einfach super viel zusammen. Aber ich würde auf jeden Fall jeder Gründerin oder jedem Gründer, der ein Produkt hat oder ja auch eine Dienstleistung, also TikTok ist absolut, das ist einfach eine tolle Plattform, um einfach, sage ich mal, kostenlose Reichweite zu bekommen. Jetzt anders bei Instagram. Ich finde bei Instagram sehr schwierig heute zu wachsen, wenn man das nicht seit Jahren macht. Und bei TikTok hat man zumindest noch die Chance, organisch sehr hohe Reichweite zu generieren. Ja. Mit meinem Schwamm war das natürlich ein super Thema, weil das sehr, ja, niemand weiß, was das ist. Und ich habe da ein paar Videos auch irgendwie 5 Millionen Aufrufe bekommen. Hammer. Und zig Kommentare. Und was ich auch cool finde, ist bei TikTok, dass viele interagieren. Also bei Instagram kommentiert halt niemand oder vielleicht eine DM. Aber so dieses offensichtliche Kommentieren und Fragen ist halt bei TikTok sehr gut. Und ich musste mich auch damit anfreunden, auch mal vor die Kamera zu stehen und mal zu sprechen. Weil, wie gesagt, heute finde ich sehr wichtig, dass auch ein Gesicht hinter einer Marke ist, als jetzt nur einfach das Produkt. Das zieht auf jeden Fall auch noch, aber ich glaube, bei einem intimen Produkt oder einem persönlichen Produkt ist das sehr, sehr viel, sehr, sehr wichtig und es bringt einen auch sehr viel. Also man kommt da sehr, sehr weit. Ja, voll cool von dir, Naomi, dass du es gewagt hast, auch mit TikTok, weil wir arbeiten ja auch mit vielen Startups zusammen und das ist immer deren größte Angst. Die sagen immer eine Sache. Also ist mir egal, was du machst, mach alles mit Social Media, aber bitte, ich möchte jetzt nicht in die Kamera reden oder TikToks machen, das möchte ich auf keinen Fall. Und genau das sagen wir dann auch immer, können wir machen, funktioniert auch, aber sobald die Gründerin oder die Person, die das gegründet hat, mit der Intention, mit den Gedanken redet und erzählt den Leuten, wieso es so gut ist, dann fruchtet es erst. Es ist eine Überwindung, deswegen finde ich es krass, dass du es gemacht hast, weil ich glaube, du wusstest, dass musst du irgendwie machen. Es ist genau ein Thema, was perfekt reinpasst. Aber viele Kunden von uns, das ist direkt, du kennst bestimmt auch noch die ganzen Probleme, da heißt es immer, ja, der zeigt ihr euch. Aber es geht nicht. Also die Person, die das gründet, muss erklären, den Menschen da draußen, genauso wie wir zum Beispiel unseren Call hatten, Naomi, wir waren direkt geflasht danach mit Dilek, weil wir von dir gehört haben, was dein Problem war, wieso du es gemacht hast, was die Lösung ist. Und dann ist man angefixt, genauso bei Social Media, oder? Du siehst ein Produkt, ja, sieht cool aus, aber scrollst einfach weiter. Aber wenn du eine Person siehst und sagst, hey, weißt du, ich habe das gegründet, weil es gab so viele Probleme, dann hast du die Leute. Finden wir richtig cool, dass du das machst. Und auch, dass man halt immer dran bleibt. Das ist halt nicht 2 Tage machen und dann nicht mehr. Das Wichtigste an allem ist einfach dran zu bleiben. Ja. Und natürlich ist das, ja, ist es auf jeden Fall auch schwierig. Also ich habe nicht jeden Tag, wo ich jetzt auf Social Media poste. Aber man muss trotzdem immer dran bleiben und halt, ja, dass die Resilienz, sage ich mal, man muss auch durchhalten und Social Media ist was für sich, ich glaube, es ist nicht für jeden was und auch in die Kamera zu sprechen, muss man auch mal lernen, es ist nicht einfach, aber heutzutage auch, wenn man die jüngeren Zielgruppen, sage ich mal, erreichen möchte, dann ist halt TikTok, Instagram, man muss es machen. Ich zwinge so viele Freundinnen von mir, TikTok zu machen für ihr Business, weil ich sage, ey, das ist so eine gute Plattform. Auch das dort halt nicht dieses Perfekte. Ich glaube, bei Instagram ist noch so ein bisschen, alles ist toll,
perfekt so, ja, ich würde sagen, bei TikTok ist es vielleicht noch ein bisschen authentischer. Man kann auch mehr über Probleme und Aufklärung, man kann mehr aufklären, man kann mehr Probleme persönlicher ansprechen, als jetzt bei Instagram und bei mir, bei dem Produkt, bei Menstruationsschwämmen, wo so viele Fragen aufkommen und von wo kommt das, wird das geerntet und wie entferne ich das und ist das dann sicher? Da war einfach die Plattform eine super, super Lösung und eine super Hilfe. Voll. Also Hammer. Ich merke das auch von der anderen Seite aus, wenn ich mit Brands zusammenarbeite, dass sie viel mehr auf den TikTok-Content setzen, weil er eben, wie du gesagt hast, authentischer ist. Und es merke ich jetzt in den letzten Jahren sogar vermehrt, dass sie dann auch explizit zum Beispiel in den Briefings schreiben, es soll authentisch wirken, es soll nicht dieses typische Werbung-Feeling den Leuten geben, weil das einfach nicht läuft. Es ist einfach so. Weil ihr kennt das sicherlich selber, wenn ihr dann irgendwo Werbung seht, wenn ihr auf YouTube seid oder so, ihr habt halt einfach nicht wirklich Lust darauf, oder? Auf diese Werbung, wenn das so eben so typisch werbungsmäßig aufgebaut ist. Ich finde es super, dass du da auch andere Leute dazu motivierst, auf TikTok aktiver zu sein, weil es, ich sage das auch immer, es ist einfach, weil viele denken, okay, es ist eine Tanzplattform oder so Lip-Sync-Plattform, ist es eigentlich nicht. Es ist super für Unternehmen, um da zu wachsen, um organisch zu wachsen und eine Community auch aufzubauen. Und deswegen finde ich das ganz, ganz toll. Du, hast du noch Fragen? Ich habe eine. Ja. Okay. Schieß los. Also, ja. Naomi, es war so, so spannend zu hören, wo du angefangen hast, wo du warst, mit Höhle der Löwen und wo du jetzt gerade bist. Und wir reden ja die ganze Zeit über Menstruationsschwämme. Und was mir direkt als erste Frage in den Kopf kommt, ist, was genau ist der Vorteil? Also, wieso soll man nicht Tampons oder Binden oder was auch immer benutzen? Wieso soll man den Schwamm benutzen? Was würdest du dazu sagen? Ja, also da kann ich auf jeden Fall eine lange Antwort geben. Ich glaube, man muss halt auch schauen, hat man vielleicht Beschwerden? Also ich kenne viele Frauen oder auch von mir selber mit dem Austrocknen der Schleimhäute, dass man ausläuft, dass man zum Beispiel nicht schwimmen gehen kann und einfach dieses Unwohlsein, was ich eigentlich mit dem Menstruationsschwamm so ein bisschen den Frauen nehmen möchte, dieses Unwohlsein während der Periode und die Periode auch wieder mit was Positivem verbinden. Zum Beispiel im Sommer beim Schwimmen mit dem Tamporückholfaden, wo sich aufgesogen hat. Das war einfach super unangenehm. Und ich kenne so viele Freundinnen, die dann im Sommer einfach nicht schwimmen gegangen sind oder einfach sich so total eingeschränkt haben. Und mit dem Schwamm, es gibt jetzt natürlich auch einen Rückholfaden, der ist auch aus medizinischem Silikon, das heißt wie eine Menstruationstasse. Und den Rückholfaden kann man auch abnehmen und wieder anbringen. Also man hat die freie Auswahl, möchte man den Schwamm mit Faden verwenden oder ohne. Und der saugt sich auch nicht auf. Also das heißt, es ist super jetzt auch, wenn ich jetzt schwimmen gehe, die Tage, dass ich einfach mich so ein bisschen frei fühle. Also ich muss da nicht die ganze Zeit runterschauen, oh Gott, schaut da irgendwas raus oder es ist einfach auch super unhygienisch, was ich einfach früher, ja, das hat einfach ein Unwohlsein in mir ausgelöst und was ich auch sehr vorteilhaft finde, vielleicht auch wenn man die Spirale trägt, die sollte man ja nicht, man sollte zum Beispiel auch keine Tasse tragen in Kombination mit der Spirale, weil viele meiner Kunden schreiben mir, ja, sie tragen eine Spirale und auch eine Tasse, aber das gibt ja dann so ein Vakuum und einen Unterdruck und dann kann die Spirale rausgezogen werden. Und zum Beispiel da ist der Schwamm auch sehr, sehr gut, weil er super weich ist und kein Unterdruck. Also es ist so weich. Warte mal kurz, habe ich einen hier? Ja, zeig ihn mal gern. Also es ist jetzt mal ein kleiner Schwamm, der gibt es in ganz, ganz verschiedenen Größen. Also es ist eigentlich wirklich für jede Blutung was dabei, das ist jetzt ein ganz kleines Schwämmchen und die sind halt super weich und ergiebig. Das heißt, ich spüre sie halt nicht, wenn ich sie trage. Also es ist wirklich, ich vergesse eigentlich, dass ich meine Periode habe, wenn ich den Schwamm trage. Weil es ist so, ja stimmt, ich habe ja noch meine Periode. Und der hat halt auch ganz feine Poren, die Flüssigkeit gut aufnimmt und auch speichert. Das heißt, wenn man eine starke Blutung hat, ist es super gut und ideal. Man kann sogar zwei Schwämme gleichzeitig tragen. Man kann die Schwämme zuschneiden. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, sei es gut zu wissen. Mit Scheidentrockenheit oder die Schleimhäute, die austrocknen, wenn man ausläuft, wenn man halt Sport machen will und einfach so ein bisschen mehr Komfort in sein Leben bringen möchte während der Periode. Und man kann es natürlich auch wiederverwenden, also mehrere Monate wiederverwenden und dann kann ich es kompostieren und einfach 100% der Natur zurückgeben. Und das ist halt natürlich ein Riesenvorteil, wenn man bedenkt, dass man
im Jahr irgendwie 250 Einwegprodukte verwendet und irgendwie im Leben 17.000 Einwegprodukte. Also das ist eine sehr, sehr hohe Zahl und krass. Auch sehr schädlich natürlich für die Umwelt, wenn das irgendwo verbrannt wird oder im schlimmsten Fall im Meer landen, wo dann auch wieder Tiere durch den Plastik bedroht werden. Weil ich habe auch voll viel die Straßenumfragen gemacht und habe gefragt, hey, was denkt ihr, was ist in Menstruationsprodukten drin? Und das wusste niemand. Also wirklich, da kamen Antworten, das weiß man einfach nicht. Und ich habe es auch lange nicht gewusst, aber das sollte man zumindest wissen. Und darum, ja, setze ich mich einfach für das Thema ein, dass man zumindest auch korrekt aufgeklärt will, weil leider in der Schule wird man nicht aufgeklärt und von den Freundinnen weiß es gefühlt auch niemand und das Bewusstsein ist halt einfach nicht da. Voll. Finde ich super, ja. Ich habe noch eine Frage und zwar, du hast ja gesagt, man kann es wiederverwenden. Jetzt frage ich mich, du hast ja gemeint, man kann es irgendwie auch unterwegs austauschen und was macht man denn? Sagt man ist auf einer öffentlichen Toilette, man kann den dann schwer am Waschbecken irgendwie dann reinigen, den Schwamm. Was hast du da für eine Lösung zum Beispiel? Ja, genau, das war einer der beliebtesten Fragen, wie man den unterwegs wechselt und da hatte ich auch immer Probleme. Aber wir haben jetzt wie so einen To-Go-Case, das heißt, das ist so ein Case aus medizinischem Silikon, das kannst du zusammenklappen, das ist super klein und das passt auch in jede Handtasche und dann kannst du das eigentlich verwenden, so wie wenn du einfach ein Tampo auswechseln würdest. Also den benutzten Schwamm machst du dann in dieses Case rein und den neuen Schwamm kannst du dann tragen und zu Hause kannst du dann den Schwamm einfach auswaschen oder auch mit unseren Reinigungstabs reinigen. Also das heißt, das war auch noch ein großer Punkt, wie reinigt man den Schwamm? Man sollte ihn nämlich nicht auskochen, weil er dann seine weiche Struktur verliert. Und jetzt zur Höhle der Löwen haben wir so Reinigungstabs gelauncht, die einfach super effizient sind und die Schwämme schnell reinigen und dass halt einfach alles auf jeden Fall auch hygienisch bleibt. Und ja, das unterwegs, das war eine sehr, sehr große Frage. Aber das ist jetzt mit dem To-Go-Case super, super leicht gemacht. Hammer. Hammer. Echt super. Dann habe ich noch eine letzte Frage und zwar, aus was besteht denn dieser Schwamm? Also er ist ja 100% natürlich. Mhm. Wie ist das? Ist er aus dem Meer? Du hast gesagt, er ist aus Griechenland, richtig? Ja, ja. Also es sind tatsächlich Naturschwämme aus dem Meer. Die werden dort von Hand gepflückt. Also in Griechenland, ich habe auch super viele Freundinnen aus Griechenland, da sind so Schwämme total normal oder so Badeschwämme oder auch fürs Schminken so Naturschwämme sind total normal, aber bei uns eigentlich eher weniger. Aber ja, das gibt's einfach eine sehr, sehr lange Tradition, wo Schwämme geerntet werden. Und ich habe jetzt auch meinen Lieferant in Griechenland und ich habe den auch, wo ich dann dort vor Ort war, habe ich den besucht und konnte alles anschauen. Also die kommen tatsächlich aus dem Meer, die werden von Hand gepflückt. Die wachsen etwa in 50 bis 100 Meter Tiefe. Und dann werden die gepflückt und gereinigt und zugeschnitten auf die verschiedenen Größen. Und dann werden die zu uns in die Schweiz geliefert. Und also das ist ein 100% natürliches Produkt. Die Nummer 1 Frage, die ich auf jeden Fall auch bei TikTok bekomme, ist der Menstruationsschwamm vegan? Also jetzt einfach so, ich finde das immer wichtig, total aufzuklären. Der Menstruationsschwamm ist streng genommen nicht vegan, weil Schwämme eigentlich zu den vielzelligen Organismen gehören. Aber natürlich hat der Schwamm kein Hirn, kein Herz, kein Nervensystem. Also das ist ein super primitiver Organismus, der seit Millionen von Jahren auf der Erde weilt. Und es gibt auch über 10.000 Arten von Schwämmen. Also es ist mega ein faszinierendes Produkt. Und was auch sehr toll ist, ist, dass jeder Schwamm eigentlich, den man bekommt, wirklich einzigartig ist, weil den gibt es wirklich nur einmal. Es gibt immer eine andere Form, es gibt immer eine andere Farbe. Also die sind immer sehr, sehr unterschiedlich und nicht genau gleich. Und das ist immer sehr cool, wenn man den so in den Händen hält, wenn man so denkt, hey, den gibt es wirklich nur einmal. Was wir auch darauf achten, ist dass die nachhaltig geerntet werden. Die Schwämme können nicht das ganze Jahr geerntet werden und die wachsen auch nur an der Küste von Griechenland, weil die dort sehr feinporig sind und auch weich, was natürlich super ist für die Menstruation. Die werden von, glaube ich, Juli bis Oktober geerntet und dann werden auch strenge Erntepausen eingehalten. Also man braucht auch eine Lizenz vom Staat, dass man überhaupt Schwämme ernten darf. Also es ist super kontrolliert und das ist noch wichtig zu erwähnen, weil da auch sehr viele Fragen immer aufkommen. Ist es wirklich umweltfreundlich? Und
Auf jeden Fall, weil man kann den Schwamm einfach der Natur wieder zurückgeben und man kann so viele Einwegprodukte sparen, die einfach Plastik enthalten und natürlich ganz plump gesagt Tiere töten im Meer und auch die Schwämme. Mhm. Also die Meeresverschmutzungen, das ist ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Und mit dem Schwamm kann ich eigentlich diesen Kreislauf dann so ein bisschen aufhalten und genau. Voll schön. Hammer. Richtig cool. Also es hat sehr viele Vorteile. Also ich muss von mir meiner Seite aus sagen, Naomi, ich bin voll geflasht, weil es ist nicht nur, hey, das ist das die Problemlösung für das, sondern es hat was vieles, was noch mitkommt, was schön ist. Nachhaltig und all das Ganze super, super interessant. Ja, dass man auch weiß, was man sich jeden Monat einführt, also wirklich ein Naturprodukt ohne chemische Inhaltsstoffe, ohne Plastik, ohne dass das irgendwie mit Bleichmittel gebleicht wurde und so weiter. Das finde ich einfach super wichtig zu wissen, weil wir möchten das ja auch wissen, wenn wir uns ernähren, das heißt vegane Ernährung und so weiter, möchte man ja auch wissen, was man seinem Körper zuführt. Ja, auf jeden Fall. Naomi, es war so spannend zu hören, was du machst, wie du dazu gekommen bist, wie die ganze Background-Story ist dazu. Und ich nehme auf jeden Fall was einiges mit von unserem Gespräch, was ich auch noch nicht wusste, sei es über Tampons, sei es über die Schwämme, wie sie entstanden sind, auch dass sie einfach wirklich 100% natürlich sind. Super, super cool. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und das mit uns geteilt hast. Und ich denke mal, alle Leute, die das Video sehen oder den Podcast hören, dürfen dir weiter Fragen stellen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also da kommen auf jeden Fall auch viele Fragen, denke ich. Sehr gut. Dann könnt ihr gerne alle eure Fragen, sei es in die Kommentare oder auch Privatnachrichten schreiben. Und Naomi, leiten wir die gerne weiter und dann kann sie euch die gerne beantworten. Und schaut natürlich auf ihrem Social-Media-Kanälen vorbei. Ich glaube, da bist du, wie wir schon gesprochen haben, sehr aktiv. Und einige Fragen werden bestimmt da auch beantwortet. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Und ich bin auch super gespannt auf das Feedback. Und vielleicht gibt es ja ein Part 2. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Dankeschön. Danke, Naomi. Wir freuen uns auch auf das Feedback von unseren Zuschauern. Und danke, dass du da warst. Dann würden wir sagen, sehen wir uns das nächste Mal bei einer neuen Folge nächsten Donnerstag. 18 Uhr schaltet ein. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.